Die Mitralklappeninsuffizienz, also die Undichtigkeit der Klappe, ist behandlungsbedürftig dann, wenn sie hochgradig ist. Da gibt es recht klare Kriterien auch. Wenn mehr als 40% des Schlagvolumens der linken Kammer in die falsche Richtung geht, zurück in den Vorhof statt in den großen Kreislauf, dann ist das eine hochgradige Undichtigkeit. Mehr als 60 Milliliter sind das in der Regel. Und dann wird man da etwas unternehmen müssen. Bei der Mitralklappe ist es wichtig zu unterscheiden, ist das ein primäres Mitralklappenproblem aufgrund einer Klappendegeneration oder eines sogenannten Prolaps, also eines durchschlagenden Segels, das nicht mehr dicht hält, sondern in den Vorhof prolabiert durchschlägt. Oder ist es eine sekundäre Problematik, die aufgrund einer Herzvergrößerung und Herzschwäche, zum Beispiel nach einem Infarkt oder aufgrund einer Herzmuskelerkrankung entsteht? Bei hochgradiger Undichtigkeit der Klappe ist eine Behandlung erforderlich. Und man kann sich das so vorstellen, das Herz hat eine Volumenbelastung, das heißt, es muss viel mehr arbeiten, weil ja ein Teil des Bluts, zum Beispiel die Hälfte, in die falsche Richtung geht. Es ist so, als ob der Patient die ganze Zeit den Berg rauf läuft und mit der Zeit wird sich das Herz erschöpfen und wird eine Herzschwäche ausbilden, die man durch die Behandlung des Klappenfehlers dann vermeiden kann. In dieser Klarheit gilt das vor allen Dingen für die primäre Mitralklappeninsuffizienz, also den Fehler der Klappe, der dann die Herzschwäche bedingt. Wenn natürlich die Klappenundichtigkeit Folge der Herzschwäche ist, der Herzvergrößerung, ist es eine komplexe Situation, wo, und das gilt für alle Diskussionen in dieser Richtung, dann die Kardiologe, Kardiologin und Herzchirurg gemeinsam überlegen im Herzteam, ab wann eine Behandlung erforderlich ist, mit welcher Methode. Und da steht für die klappenerhaltende Reparatur, die Rekonstruktion, die Chirurgie im Vordergrund, insbesondere bei der primären Mitralinsuffizienz, zum Beispiel bei Prolaps oder Klappendegeneration. Hier gibt es ganz ausgefeilte chirurgische Möglichkeiten, über den Aufhängerapparat der Klappe und die Klappensegel selbst die Undichtigkeit zu reparieren und klappenerhaltend dafür zu sorgen, dass eben die Funktion wiederhergestellt wird. Das ist natürlich nur bis zu einem gewissen Alter auch sinnvoll möglich. Sehr gebrechliche, sehr alte Patienten sind oft alte Frauen, die sehr gebrechlich sind, kann man nicht gut operieren. Sie leiden unter der Operation, die Erholungszeit ist sehr lange, das Komplikationsrisiko ist hoch. Bei solchen Fällen denkt man an alternative Verfahren und in erster Linie dann an das Mitraclip-Verfahren, das sich in solchen Situationen gut bewährt hat. Oder wir haben es mit der zweiten Situation zu tun, das heißt eine sekundäre Mitralinsuffizienz aufgrund einer Herzschwäche, Herzvergrößerung. Die chirurgischen Erfolge hier sind nicht besonders gut, denn wir haben es ja nicht primär mit einer Klappenerkrankung zu tun, die dann operativ korrigiert wird, sondern eher mit einer Herzmuskelerkrankung. Hier ist es besonders wichtig, dass auch eine medikamentöse Therapie hilft, die Herzmuskelerkrankung zu behandeln. Wenn das in optimaler Weise geschieht und trotzdem eine hochgradige Undichtigkeit der Klappe besteht, dann kommt in aller Regel das Mitraclip-Verfahren zum Einsatz. Das heißt, bei primärer Mitralinsuffizienz beim alten und gebrechlichen Patienten und ansonsten eher bei der sekundären Mitralinsuffizienz aufgrund einer Herzschwäche. Die Altersgrenze, die man in der Regel annimmt, ist 75 Jahre. Allerdings gibt es natürlich sehr große biologische Unterschiede von Patient zu Patient, sodass man das wirklich individuell entscheiden muss. Wichtig ist, dass diese Entscheidung im Herzteam getroffen wird. Es gibt durchaus Patienten, wo auch der Chirurg ganz klar sagt, er möchte hier lieber nicht operieren und
dann werden diese Patienten im Katheterlabor eben katheterinterventionell behandelt. Das MitraClip-Verfahren ist weltweit mittlerweile über 70.000 Mal durchgeführt worden. Das heißt, wir kennen inzwischen auch mit guten Studien belegt den Wert der Methode. Eine komplette Korrektur des Klappenfehlers ist in aller Regel nicht möglich. Eine gewisse Restundichtigkeit bleibt erhalten. Die Undichtigkeit kann aber so weit reduziert werden, dass keine große Belastung mehr für das Herz daraus entsteht und sich das Herz erholen kann, beziehungsweise gar nicht erst eine Schädigung entwickelt. Das Verfahren hängt, obwohl es ja im Katheterlabor durchgeführt wird, ganz und gar von der echokardiografischen Kontrolle ab. Dabei muss man nah am Herzen sein, das heißt, das sogenannte Schluckecho, also das transösophageale Echokardiogramm, kommt zum Einsatz. Das ist auch der Grund, warum das Verfahren in der Regel in Vollnarkose durchgeführt wird, denn so eine Sonde im Hals ist auf die Dauer nicht sehr angenehm. Die Weichteile, um die es geht, die Klappen der Herzmuskel, können im Ultraschall, im Echo sehr genau dargestellt werden, mit der Durchleuchtung im Katheterlabor dagegen nicht. Die Verfahren kombinieren sich dann. Man sieht im Katheterlabor in der Durchleuchtung den recht kaliberkräftigen Katheter, wie er sich bewegt, und kann das eben mit dem Ultraschallbild echokardiografisch dann jeweils kontrollieren. Der Eingriff ist meistens nicht belastend. Er wird über eine Vene, meistens über die rechte Leiste, durchgeführt. Man muss dann, um in den linken Vorhof zu kommen, das Vorhofseptum punktieren zwischen rechtem Vorhof und linkem Vorhof. Das ist der Weg, den das Blut im Mutterleib nimmt, wenn die Lunge noch nicht mit Luft gefüllt ist. Und insofern ist das annähernd physiologisch, dass man eben diesem alten Weg des Bluts sozusagen folgt mit der Punktion der Vorhofscheidewand des Septums. Wenn man im linken Vorhof angekommen ist, kann man dann mit Hilfe des Echokardiogramms seinen Katheter sehr genau ausrichten, und an der Spitze des Katheters sitzt eben der Clip. Der hat zwei Ärmchen, die gemeinsam geöffnet und geschlossen werden können. Und gesteuert durch das Echokardiogramm werden diese Ärmchen zur Klappenebene geführt, und man greift dann die beiden Segel, fasst sie zwischen den beiden Ärmchen des Clips zusammen und hat jetzt die Möglichkeit, das zeichnet diese Methode aus, sehr genau zu überprüfen, ob der Griff auch funktioniert. Wir sehen ja genau im Echokardiogramm, ob das Ziel erreicht wird, dass die Undichtigkeit eben gebessert wird. Manchmal, sogar in der Mehrzahl der Fälle, braucht es mehrere Clips als nur einen. Ich kann aber genau verfolgen, ist genug Segel gegriffen, ist der Griff stabil. Wenn ich mich davon überzeugt habe als Kardiologe, dann wird also der Clip abgesetzt und erst dann. Und dann wird entschieden, braucht es einen zweiten Clip, was meistens genutzt wird, der dann den ersten auch absichert und eben dazu führt, dass die Undichtigkeit weiter reduziert wird. Das Komplikationsrisiko ist gering, es ist aber leider nicht null. Es ist Teil des Eingriffs, dass ein kleines Löchlein in der Herzscheidewand entsteht. Das ist meistens unproblematisch. Leider fast regelhaft gehört ein blauer Fleck in der Leiste dazu, der aber auch dann verschwindet. Selten einmal kommt es zu ernsteren Verletzungen der Herzstrukturen. Ein Perikarderguss, also Herzbeutel, Einblutung ist nicht ganz selten, kann gut behandelt werden, kann aber bedeuten, dass der Eingriff abgebrochen werden muss. Und ganz selten leider, aber dann natürlich auch dramatisch, sind Verletzungen der Mitralklappe, die dann eine Notfalloperation bedingen, die man ja eigentlich vermeiden möchte. Eine Blutverdünnung nach dem Eingriff ist nur begrenzt erforderlich. Im Unterschied zur mechanischen Herzklappe zum Beispiel braucht man hier nur in den ersten Monaten nach dem Eingriff für 3 Monate eine Blutplättchenhemmung.
bis eben der Clip eingeheilt ist, mit der Herzinnenhaut überwachsen ist und deshalb also keine Thrombozytenblutplättchen mehr sich dort anlagern.